Hallo zusammen, ich begrüße euch ganz herzlich zu meinem neuen Video. Heute geht es für uns das dritte und letzte Schlussspringen dieses Jahr, und zwar nach Utzisdorf. Unser Verein ist heute eingeladen worden und es sind zwei Umgänge auf die Stufe 2 gewählt, 80 cm. Die werden dann zusammengezählt, ich weiß nicht genau wie. Es ist halt Schlussspringen, das steht meistens so viel. Und es gibt für alle Plagette und Naturalpreise. Und das habe ich immer gefunden, so zum Saisonabschluss ist das aber schön, wenn man so wie ein Trainingsspringen hat, wo man halt wirklich Druck hat, weil es kommt ja schließlich jeder Plagette. Also kann man eigentlich ganz locker flockig reiten. Und ja, es war ein bisschen doof, hat man nicht mit 90 gehabt, sondern nur 80 und dann halt einen Meter mit 10. Und deswegen habe ich mich jetzt einfach 80 gemeldet, dass wir wirklich zwei schön lockere Runden drehen können. Klar, ich werde probieren, ein bisschen zu kehren, damit ihr das weiterhin lernt. Wenn es aufgeht, ist gut. Und wenn es halt Stangen gibt, spielt es ja wie auch keine Rolle, weil alle eigentlich praktisch die gleichen Preise bekommen. Ja, das ist ja, es geht langsam in die Saison zu, wie ihr seht. Wir haben ja schon Kappen und alles. Nächste Woche geht es dann auch ins Salavo. Als Jagd springen, dann geht es noch auf Bern als Ressort. Wir hoffen, dass das Jahr das alles stattfindet, weil letztes Jahr ist nächste Woche die letzte Woche, wo wir noch den Konkurs haben, und dann ist wegen Corona abgesagt worden. Weil Ende November hatten wir dann noch im Center ein BR90 als Trainingsspringen gemeldet. Es ist offiziell, aber ich schaue das mehr so als Einstieg ins Wintertraining an, blöd gesagt. Und ja, mal schauen, wie lange das Corona es noch zulässt. Das sieht zwar bis jetzt eigentlich relativ gut aus, aber wir wissen ja nie. Letztes Jahr hat man um die Zeit auch noch nicht das Gefühl gehabt, dass nächste Woche alles schon wieder zu ist. Und ja, ich wünsche jetzt euch viel Spass bei diesem Video.